Dad was such a drag. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. As you noticed, Hideo Kojima is not here with us tonight, and I want to tell you a little bit about that. Mr. Kojima had every intention of being with us tonight, but unfortunately he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back. I'm back. Bringing my new toys with me. Herzlich willkommen, meine lieben Fuggies-Anhänger. Ja, ihr seht, wir nehmen wieder mal ein Talk-Format auf. Denn wir haben es vor, jetzt ein bisschen mehr aufzunehmen, weil wir jetzt es, glaube ich, besser hinkriegen, wegen den Zeiten her. Und wir haben vor, viele neue Formate auf diesem YouTube-Kanal zu bringen. Und eines dieser Formate heißt die Bananentheorie. Und da werden wir halt verschiedene Spiele vornehmen, die ja eine etwas komplexere Story haben. Und das erste Spiel, worüber wir in diesem Format reden möchten, ist Death Stranding. Ja, Leute, das war der Trailer zu Death Stranding. Und ihr fragt euch natürlich, warum gucken wir uns jetzt den Trailer dazu an? Denn ich
habe so, ich weiß nicht, es war so vor ein paar Wochen, es war Samstagnacht, so 2, 3 Uhr, und anstatt schlafen zu gehen, habe ich mir gedacht, so, ach komm, mir ist ein bisschen langweilig, so schaust du ein bisschen so, was die Leute so über Death Stranding denken, und habe dann halt so eingetippt und plötzlich kommt dann so Interpretation. Und ich bin ein sehr großer Fan von Leuten, die Sachen in Spiele hinein interpretieren. Ich finde das total interessant, was andere Leute so alles entdecken im Spiel. Und deswegen habe ich mir das sofort angeguckt. Und direkt auf der ersten Seite war halt ein bestimmtes Video, das ich auch hier in der Beschreibung verlinken werde. Guckt es euch auf jeden Fall an, denn das ist echt sehr schön gemacht und wird auch das Thema von diesem Video hier werden. Denn in diesem Video wird eine These aufgestellt, nämlich, dass Death Stranding vielleicht immer noch Silent Hills sein könnte. Ja, nur mal so vorab auch noch mir, also Jules hat mir das dann gezeigt, das Video. Ich war ebenso begeistert wie Jules. Und nur mal vorab, erstens das Originalvideo geht eine Stunde und ich bin froh, dass unser Video sehr, sehr lange geht. Aber jeder, was ich denke, alter Leute, eine Stunde oder 45 Minuten ist echt zu lang für ein Video. Aber Leute, es braucht Zeit, diese Theorie aufzustellen. Und es ist es wert. Es ist wert anzuschauen. Jeder, was ich Death Stranding, Hideo Kojima und seine ganzen Spiele mag, zieht euch dieses Video rein, weil jeder weiß, dass er so Geheimnisse gerne in Spielen hat und die beim Bot. Vor allem, ich dachte erst, als ich dieses Video sah und halt diesen Titel gelesen habe, dachte ich, oh nee, das ist bestimmt wieder nur so ein Video, das einen krassen Titel hat, damit man drauf klickt. Clickbait nennt man das. Und ich war so geflasht von diesem Video, weil die Punkte, die sie angesprochen haben, die waren logisch, weißt du? Diese Fakten, die sie aufgewiesen haben, das war logisch erklärbar. Sie hatten Hintergrundwissen, sie haben auch ganz weit hergeholte Sachen logisch erklärt und das fand ich so krass und deswegen habe ich gesagt, direkt nach dem Video, boah, ich will unbedingt darüber reden und wollte eigentlich alleine, aber dann habe ich Denise das gezeigt und da war die auch genauso wie ich Feuer und Flamme und jetzt sind wir schon zu zweit und werden ein bisschen über dieses Video schnabulieren. Ja, weil ich fand es so geil, wie Kojima da reinkam, ey. Das war so, okay, Jesus ist wieder da, so war das. Ja, aber für mich ist er ja ein Videospiel Gott, sag ich immer dazu. Und ja, er kam halt rein und gesagt, er hat uns was mitgebracht und wir waren beide so aufgeregt. Man muss gestehen, wir haben das live bei der E3 geguckt, ne? Also nicht, dass ihr denkt, hey, wo habt ihr das jetzt gesehen? Also, das muss man auch dazu sagen. Ne? Ja, wir waren nämlich so verrückt, dass wir bis 3 Uhr nachts wach geblieben sind und uns im TS E3 angeguckt haben. Genau. Und wir haben beide gleichzeitig einen Orgasmus gekriegt. Also. Ja, also, das war schon echt heftig. Also, unsere ersten Eindrücke vom Trailer von Death Stranding, als wir ihn gesehen haben. Das erste war so geil. Das konnte ich derzeit nicht denken. Norman Reed ist nackt. Ja. Ein Traumbild der Frauen hat Spaß. Nein, das erste war einfach echt so, boah, was? Norman Reed ist hier und man sieht Norman Reed ist halt nackt mit einem Kind, was mir als aufgefallen ist. Und das Kind verschwindet ganz normal. Ja, siehst du, diese toten Meereswesen sind so okay. Das Kind verschwindet auf einmal wie so ein Geist und dann hat er diese Tapperchen halt. Und ja, er steht auf und schaut in die Ferne und alle Meereslebewesen sind tot. Also es hat riesen, wie soll ich so quasi in der heutigen Zeit ist, wenn man sie jetzt gerade in diesem Bild sieht, alle sind tot. Er schaut in die Ferne und oben sind diese mysteriösen 5 Gestalten, was ich mich ärgere, dass wir es bis heute nicht wissen und so viel schon darüber gelesen haben, was manche vermuten und so. Und ja, dann steht natürlich Death Stranding. Ja, ich krieg heute noch Gänsehaut, gerade als wir diesen Trailer angeschaut haben. Wenn ich immer schneide, kriege ich gerade so Gänsehaut von diesem Trailer jedes Mal. Er ist einfach so genial gemacht. Die Musik passt. Und eines muss ich immer Kojima lassen. Er zeigt nur so viel, wie viel er zeigen will. Also er zeigt nur so, ja, wir machen ein neues Spiel. Hier ist Norman Reedus. Mehr verrate ich euch nicht. Und das liebe ich an ihm. Was findest du, Jules?
Ja, das hat man ja schon bei, für die Leute, die es auch Metal Gear Solid 5 ganz am Anfang mitbekommen haben, wie das überhaupt angekündigt wurde, da hat er ja sogar ein eigenes Studio erfunden, um das wirklich geheim zu halten. Und der Trailer war halt auch von Metal Gear Solid 5 so geil. Und der kann einfach Trailer machen, der kann mich einfach hypen, einfach durch einen Trailer. Und ich find's alles geil an diesem Trailer und allein die ganzen Wale, die da tot liegen, ey, und diese Feen und ach, das sieht alles so geil aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Naja, also wir wollen jetzt unbedingt mal ein paar Theorien hier aufstellen, die wir halt in diesen anderen Fan-Theorien YouTube gesehen haben. Und eines dieser Theorien hat mich extrem krass beeindruckt, denn es gab so ein Wallpaper von dem Death Stranding-Bild. Da sieht man halt, das wird hier glaube ich auch eigentlich. Hier sieht man eigentlich, Norman Reedus, normal so von der Seite und über ihn ist halt das Death Stranding Titelbild. Und auf den ersten Blick sieht das so einfach wie ein normales Promo-Bild aus. Aber wenn man daran heranzoomt, man sieht ja auch im Trailer, dass Norman Reedus so eine Halskette trägt, so Dogtags. Wie heißen die auf Deutsch immer? Hundemarken. Und auf diesen Hundemarken steht nicht sein Name drauf, sondern Formeln. Und diese Formeln haben etwas mit Paralleluniversen zu tun. Und damit hat Kojima irgendwie die Büchse der Pandora geöffnet. Denn mit Multiversen, mit Parallelwelten, mit alternativen Welten kann man eine extrem komplexe und sehr krasse Geschichte erzählen. Zum Beispiel für die Leute, die Bioshock 3 gezockt haben. Also das Ende hat ja einen ganz anderen Lauf bekommen. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber da ging es ja auch ein bisschen um dieses Thema. Und ich bin gespannt drauf. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn Kojima wirklich möchte, Paralleluniversen anzusprechen, dann habe ich ein bisschen Angst, dass er sich da ein bisschen verläuft. Dass er vielleicht zu hoch stapelt. Weil ich hatte schon bei Metal Gear Solid 2 irgendwie das Gefühl, er hatte eine krasse Story im Kopf. Aber für uns normale Leute war das ein bisschen zu hoch. Verstehst du? Und ja, ich bin einfach gespannt darauf, wie der das am besten uns darstellen möchte, ohne dass wir irgendwie am Ende Mindfucked haben und irgendwie gar nichts mehr raffen davon. Ich meine, ist halt Kojima, er schafft es, gutes Storytelling hinzubekommen. Aber ich bin gespannt drauf. Denise? Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf. Also erstens müsste ich nicht mal die Parallelformen, muss ich sagen. Also die gibt es dann in diesem Video gesehen, die zeigen das auch sehr schön. Und Paralleluniversen sind immer sehr komplex. Ich weiß nicht, wer die Sendung French geschaut hat, das war ein sehr großes Thema da. Die haben es aber geschafft, das irgendwie so zu machen, dass man mitkam. Weil ich finde auch immer so Spiele, was sehr groß über Dinge laufen, also Paralleluniversen, zu komplex sind und für viele so einen so... ich habe ein Spiel durchgespielt und check es einfach nicht. Was sehr schade ist, weil Kojima macht einfach geil Story-Spiele und es gibt manche Spiele, was man immer zweimal zocken muss oder nochmal das Ende bei YouTube anschauen muss, um es nochmal zu realisieren oder eben so Analyse. Zwar mache ich das auch nicht ungern, aber für die Allgemeinheit ist es dann doch ein bisschen zu hoch, finde ich, mag für viele. Viele mögen das, mich viele mögen Story-Spiele, was sie gleich perfekt checken oder und dann kann es in die Gefahr sein, dass Kojima ein bisschen zu hoch greift. Er hat einen komplexen Kopf, sein Kopf ist sehr, sehr komplex. Ja, also ich glaube, das ist wie so ein, so ein Lagerraum, wo alles verstreut ist von Ideen. So sieht, glaube ich, sein Hirn aus. Irgendwie. Ja, genau. Okay, es gibt ja diese Demo. Ich weiß nicht, ob die selber gezockt hat. Wenn nicht, dann ist es extrem schade, denn die gibt es leider nicht mehr. Leider. Aber, ja. Aber es gab eine kleine Demo zu Silent Hills und die nannte sich PT, was eigentlich nur eine Abkürzung für Playable Teaser war. Und in diesem in dieser Fan-Theorie Video hat er gesagt, wie wäre es gewesen, wenn man PT spielt, um Hinweise nach Death Stranding zu suchen. Und da ist mir, während ich privat mit Denise über dieses Thema geredet habe, ist mir was aufgefallen. Denn ich habe gemerkt, man geht ja jedes Mal durch diese Tür im PT. Das sieht man jetzt auch sehr schön im Video. Man sieht halt
ganz am Anfang geht man durch die Tür, man geht durch den Flur und dann geht man durch den Keller. Und du denkst, da geht's weiter, aber nein, du gehst durch diese Tür, man ist plötzlich wieder vorne am Flur. Und jedes Mal ist es dasselbe, jedes Mal, wenn du durch die Tür gehst. Und ich dachte mir, kann es vielleicht sein, dass jedes Mal, wenn du durch diese Tür gehst, du quasi eine andere Welt betrittst? Weil jedes Mal, wenn du die Tür betrittst, die wieder auf neuem, hat sich der Flur verändert. Mal sehr subtil, weil manchmal läuft vielleicht nur das Radio, manchmal ist nur die Tür zum Badezimmer ein bisschen offen. Oder ist es halt extrem, wo halt manchmal ein Kühlschrank mit Blut über dich schwebt oder sonst irgendwas. Und es gibt nur einmal eine Szene, wo halt das Monster oder quasi die ermordete Frau, worüber die ganze Zeit im PT geredet wird, packt dich und du denkst, das Spiel ist vorbei, weil du, ja keine Ahnung, tot oder so bist. Und nur an diesem Zeitpunkt wirst du quasi resettet am Anfang und betrittst quasi ganz am Anfang den Flur. Und da habe ich mich gefragt, okay, ist Norman Reedus vielleicht in dieser Welt gestorben und musste vielleicht jetzt ein anderer Teil nochmal dasselbe erleben? Weil ich habe mir das immer so erklärt, Parallelwelten, dass wenn du in einer Parallelwelt stirbst, bist du nicht automatisch komplett tot, weil du existierst ja in einer anderen Welt weiter, weißt du? Weil es kann ja auch sein, wenn du so eine Nahtoderfahrung hattest, dass du vielleicht über die Straße gehst und wärst beinahe überfahren worden und denkst so, boah, das war aber knapp. Dass du vielleicht in der Parallelwelt vielleicht gestorben bist. Kann ja sein. Weil, okay, ich kann mich jetzt nicht so krass in Parallelwelten aus, aber das ist so irgendwie so meine Theorie dafür. Und es kann vielleicht sein, dass dieser Flur irgendwie eine Verbindung zu dem Baby hat, dass man irgendwie die Geschichte zu Norman Reedus und seinem Baby, ich vermute irgendwie, dass es sein Baby ist, dass es irgendwie eine Verbindung gibt, weil wie oft kommt es vor in Videospielen, dass man ein Baby als Thema nimmt? Versteht ihr, was ich meine? Weil es ist ja auch komisch, dass man dieses Alien-Baby, ja, in diesem Badezimmer, diesen Fötus, das war ja kein richtiges Baby, das sah für mich ziemlich creepy aus. Sieht man ja halt in diesem Badezimmer und es kreischt und weint und man kann nicht wirklich draus was machen. Aber man sieht es in man sieht es im Trailer nochmal. Halt ein normales Baby. Und irgendwie frage ich mich da muss es doch eine Verbindung geben. Irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Norman Reedus aus Versehen sein Baby getötet hat und es irgendwie bereut, aber er es nicht selbst gemacht hat, sondern er wurde kontrolliert. Aber darauf gehen wir später ein, denn wir hören jetzt erstmal Denise' Meinung zu meiner Theorie. Nur mal kurz vorab, ne? Wenn ihr so denkt, warum ich mich erschreckt, denn also, Jules hört gerade nicht den Sound von PT, ne? Und jeder, was den PT gespielt hat, weiß, wie krass der Sound ist. Und ich höre ihn gerade nebenbei sehr, sehr lautstark. Aber wieso machst du den Ton nicht aus? Ja, dass man ihn hört. Also... Aber ja, ich kann ihn dann im Video ausmachen, aber egal. Ja, wie Paralleluniversum, ne? Wenn man hier immer so sieht, jetzt ist alles noch ein bisschen normal, ne? Manchmal hört man jemanden. Meine Theorie für Paralleluniversum, was ich schon damit schon sehr viel befasst habe, ne? Nämlich. Also, das ist nicht schön, wenn man nebenbei den Ton hat. Warte kurz, Leute. Ich muss da nicht von der Hand. Jetzt achte nicht auf das Video. Ja, die ist schwer und die ist zweimal. ja, also Paralleluniversen sind für mich Universen. Oh mein Gott. Okay. Was machst du? Ich wollte das Video eigentlich machen. ja, Paralleluniversen sind für. Sind nämlich eigentlich so für mich, also ich habe mich dafür schon sehr, 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 sehr stark interessiert. Nämlich Paralleluniversen sind, wenn in einer, sagen wir, es gibt drei Paralleluniversen, es gibt drei Denise. Eine stirbt mit 15 Jahren, die zweite streamt, sie ist wie ich, und die dritte streamt gar nicht. So sieht das aus. Also es kann eine Entscheidung, zum Beispiel, die erste Denise hat ein Auto mit 16 oder mit 18 Jahren gekriegt und hat einen Unfall gemacht. Dann ist sie tot.
Ich mit meinen Paralleluniversen habe sie natürlich nicht gekriegt, deswegen bin ich nicht tot. So, irgendwie so sind Paralleluniversen. Nur eine Entscheidung ändert den ganzen Menschen. Das ist so zum Beispiel, wenn du in eine Zukunft gehst und ja, du machst die Zukunft. Ja, wenn man, ja, also heißt nur eine Entscheidung in der Zukunft kann so viel ausmachen, also kann so viel ändern. Also die ganze, dein ganzes Leben, wenn du kennenlernst, was du machst, was du tust, kann sich alles ändern. Nur mit einer Entscheidung, irgendwas, was passiert in deinem Leben, was anders machst. Und das sind Paralleluniversen. Und ich glaube nämlich so, wenn es Paralleluniversen, Death Stranding und PT, dass er in PT Norman Reedus die Mutter und das Kind quasi getötet hat, was man in einer kurzen Szene sieht, wo er auf das Löchchen schaut. Und in der anderen, in der Death Stranding, irgendwas in der Zukunft anders war. Also heißt irgendeine neue Technologie hat es gegeben, dass er es nicht getan hat und dadurch die ganze Welt sich geändert hat, aber es trotzdem gestorben ist. Und Kojima will uns sogar mit zu sagen, mit denen ein bisschen so einen Anhalt geben. So circa stelle ich mir das vor, dass es so circa zu, ja, diese Paralleluniversum sind. Okay. Aber das Ding ist ja, in Death Stranding hält er das Baby und fängt an zu weinen. Also es muss ja eine Verbindung zu diesem Baby geben. Also ich glaube, wir vermuten beide, dass es seins ist, oder? Ja, also ich vermute auch. Also. Ja, und er ist ja auch im Death Stranding damit verbunden. Okay, sagen wir so, okay, aber ich habe jetzt gerade eine andere Tür, was ich gerade noch habe. Man hat immer diese ganzen Mörder, ne? Was ist, wenn es denn, wenn er dazu mal in der fiktiven Welt, in der Parallelenweise von PT kein Kind kriegen konnte? Und, oder, also entweder kriegt er kein Kind, das war von seinem Bruder oder so, sein Kind. Oh, ich hasse das Video nebenbei. oder es war quasi seine Ex-Frau oder Ex-Freundin, die dazu geführt hat, dass sie starb. Und deswegen er quasi es getötet hat, weil er zwar es lieben wollte, aber nicht konnte quasi, weißt du? Vielleicht deswegen. Also ich glaube, dass er in Death Stranding einfach sein Kind hatte, seine Mutter hatte und es geliebt hat. Obwohl man in Death Stranding gar nicht die Mutter sieht. Und das finde ich auch sehr spannend. Ja, kurz. Ich habe irgendwie drauf gewartet, dass das aspekt so okay. Aber hier sieht man jetzt mal ganz schön die Szene. Davon habe ich gesprochen, diese Mutter packt ein und man kippt irgendwie um. Und man denkt, das Spiel ist jetzt vorbei. Weil jetzt kommt die Schwarzblende und man beginnt wieder ganz von vorne. Also, warum beginnt man durch diese Aktion wieder ganz von vorne? Das verstehe ich irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine? Guck mal, man beginnt wieder ganz von vorne. Und was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt so wie ich das Video hier die ganze Zeit sehe, jedes Mal, wenn du durch diesen Flur gehst, hast du ja nebenbei dieses Radio. Ja. Nicht dieses Radio, das sprichst, sondern machen wir kurz Pause im Video. Darauf gehen wir gleich ein. Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen kurz Pause im Video. Genau. Das ist nämlich sehr spannend, diese Szene gleich. Ja. Es gibt nicht nur ein Radio, das Durchsagen macht, sondern ein Radio, das auch die Zeit anzeigt. Und diese Zeit ist immer auf 23:59 Uhr. Außer wenn man verbringt länger in diesem Flur und dann schaltet die sich irgendwann auf Mitternacht. Und warum ist die Zeit immer dieselbe? Das hat ja auch irgendwie einen kleinen Hinweis, worauf ich aber nicht drauf komme, was genau das irgendwie bedeuten könnte, dass die Zeit jedes Mal dieselbe ist, weißt du? Ich weiß es genau. Aber irgendwas im PT, glaube ich, steckt noch so viele kleine Hints, dass man die gar nicht alle entdecken kann. Weil man irgendwie zu doof ist oder einfach nicht rafft oder sonst irgendwas. Genau. Oder weil man einfach zu viel Angst hat. Oder zum Beispiel jetzt hier. Hinten sieht man hier die ganzen Striche. Striche, ja. Vielleicht hat Norman Reedus, ist ja so eine Zeitschleife und er hat jedes Mal diesen Flur, ist er durch diesen Flur gegangen, hat jedes Mal sich Markierungen gemacht, wie oft er durch diesen Flur gegangen ist. Oder jemand vor Norman Reedus musste auch diesen Gang gehen und ist quasi immer in diesen Raum gestartet und hat seinen persönlichen Flur gehabt. Weil diese Tüte, perfekte Überleitung, spricht, es ist jetzt schade, dass man in diesem Video nicht die Untertitel hat, dann hätte man, weil es gibt sogar ein Video, wo man das, glaube ich, deutsche Untertitel hat, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sagt diese Tüte,
in einer sehr unheimlichen Stimme, wo ich jedes Mal eine volle Hose habe. Er war es nicht, er konnte nichts dafür, er wurde kontrolliert. Hier, er sagt, but it wasn't really me. Er redet halt davon, dass er halt auch einen Mord begangen hat. Aber es ist nicht wirklich wahr. Er wurde irgendwie hypnotisiert. Er konnte einfach nur zusehen, wie sein Körper das macht. Quasi, es gibt ja auch diversen Theorien, wenn man im Koma ist, dass man quasi, dass man mitbekommt, wenn man über ihn sieht und dass man irgendwie mitbekommt, dass die Leute mit einem reden. Und was ist, wenn dieser Typ das genau dieselbe Erfahrung hatte, dass der quasi wie in Tranche. Warte. Sagt er das gerade oder was? Ja, der wird. Mach weiter. Okay. Dass er quasi von irgendjemand gesteuert wurde und er konnte es nicht irgendwie was daran hindern. Und er sagt auch, the gap in the door is a separate reality. Was auch für mich einen kleinen Hinweis gegeben hat, dass diese Tür wirklich ein Tor zu einer anderen alternativen Welt ist, was natürlich extrem interessant ist, weil das gibt halt die Stütze dafür, für meine Theorie, dass jede Tür, die du durch betretest, es wieder eine ganz andere Welt ist, quasi eine Parallelwelt. Ich guck mal ganz kurz, was er noch so. Er sagt ja auch, are you sure? Warte kurz. The only me is me. Are you sure the only you is you? Also fragt er wirklich so, bist du dir sicher, dass du wirklich du bist? Dass du nicht irgendwie ferngesteuert bist? Verstehst du? Denise, was sagst du dazu? Ja, ich finde, diese Tüte hat mir dazu mal schon sehr viel Angst gemacht, als ich das Spiel schon gespielt habe. Mhm. Und ja, man hat es also dann irgendwie hier ein bisschen übersetzt gekriegt. Und dann war es irgendwie die Paralleluniversen. Und ich finde es eine sehr, sehr gute Überleitung vom Video. Weil wir hatten ja die Theorie, als wir dazu das Video anschauten, diese Tüte, die blutet ja. Dass ich quasi schon. Ich bin ja eben. Ich kann sein, dass dieser Mensch, der was durch diesen Raum schon ginge und vielleicht sogar diesen Mord begann, den was wir hier immer verfolgen, gemacht hat und starb daran an dieser Schleife, an diesen Endlosschleife. Und vielleicht. Blutet ist deswegen aus dem Beutel, weil er vielleicht sogar immer noch in dieser Zeitschleife ist oder irgendwie, dass Norman Reedus seinen Platz eingenommen hat und eigentlich gar nicht weiß und immer diese Parallelversen immer wieder gleich macht. Diese Striche können echt bedeuten, dass dieser Mann davor schon hier war, immer diese Striche gemacht hat. Aber er sagt auch, so wie bei Fahrenheit, ich weiß nicht, ob dieses Spiel schon mal jemand gespielt hat, ganz am Anfang wird er so quasi gesteuert von jemandem und bringt ja jemanden um. Vielleicht ist es genauso bei ihm, was er wie Jules schon letzte, dass er von oben herab das zusah, wie er diesen Mord begann und er es gar nicht war. Und vielleicht sind diese drei komischen Menschen, fünf Menschen, die wir oben bei Dead Stranding sehen, solche Menschen, die uns kontrollieren wollen und unsere Spezies ausrotten oder sonst irgendwas wollen. Ich bin sehr gespannt, also ist eine sehr gute Theorie mit Paralleluniversum. Ich bin ja gespannt, ob Kojima überhaupt machen wir mit PT eine. Dass wir, geil wäre irgendwann, wenn wir Death Stranding spielen würden und auf einmal in PT landen würden. Das wäre so ein. Ja, dass quasi PT irgendwie der Prolog wäre und dann Death Stranding dann richtig anfängt. Ja. Dass wir quasi schon den Prolog gespielt haben und dann Death Stranding irgendwie anfängt danach. Zeitnah. Das wäre geil. Weil ich, weil. Leute, jeder weiß, wann man so circa gekündigt oder wenn man kurz vor Kündigung oder kündigen will. Ich dachte mir noch so, ja, aber wer will Kojima wissen, dass er das PT gecancelt wird oder dass er kein Silent Hills mehr machen will und dadurch jetzt mit Dead Stranding was machen will. Weil wir zeigen dann noch mehr Hinweise, es ist nur ein kleiner Hinweis. Dann dachte ich mir so, ja, aber du weißt jetzt circa, wann du gehst oder gehen willst und vielleicht wusste er schon, wollte mit diesem Spiel quasi so zeigen, das ist vielleicht mein neues Projekt, das ist schon der Anfang. Weil mit Silent Hill so hat es eigentlich nichts zu tun, PT, finde ich. Und vielleicht hat deswegen Konami auch PT gelöscht, weil es merkte, es hat was mit Death Stranding zu tun, nicht mit Silent Hills. Das könnte auch sein, aber ich glaube, Kojima wusste dazu, wo er PT schon machte, dass er von Konami gehen wird oder gekündigt wird, man weiß es ja bis heute nicht genau. Und ja, deswegen hat er. Weil hier sehen wir jetzt genau hier. Ihr merkt, auf einmal ist das Ganze anders. Und wir gehen jetzt in dieses Loch hinein. Wir diesen Mord sehen
Und hier habe ich auch eine Theorie jetzt. Was ist, wenn das dieser Mann in der Tüte wäre, der was zugeschaut hat, wie er das, die Frau und das Kind getötet hat? Das ist auch eine Theorie von mir. Also, dass er jetzt so quasi, wie er sagte, er hat nur zusehen können, dass wenn er jetzt hier wäre. Weil in dieser Szene sehen wir jetzt, wie der Vater quasi mit Blut die Mutter tötet und das Kind in dem Wasser ertränkt. Ja, man ist sehr gut. Ja, fantastisch. Ja. Gute, du zerrst ja nicht. Ich bin sehr beeindruckt von Denise. Warum einen? Ja, also hier sehen wir, dass sie ganz anders ist, die ganze Welt. Aber mit sie rot, ganz anders ist es auf einmal. Das Radio. Baby sieht so creepy aus, ey. Ja, das ist ein Embryo eigentlich. Es ist ja nicht geboren eigentlich. Und man sieht auch, aber diese Frau, Lisa heißt sie. Ich habe auch, wenn ihr Bock habt, können wir es auch gerne machen, mein ganzes Video PT über die Geschichte, die weiß man auch nicht ganz genau, aber ich habe auch ein cooles Analysenvideo von gefunden. Lisa ist nämlich schwanger und nach diesen, nachdem ihr diese Szene sieht, ist sie nicht mehr schwanger, dann ist sie ganz schlank. Man sieht sie einmal kurz bei das PT, also wo ich es gespielt habe, ich nebenbei ein YouTube-Video geschaut. Und ja, es war ganz anders, als wir es gespielt haben. Weil es ändert sich irgendwie. Hat sich gespoilert, ne? Und ja, in einer steht sie schon einmal da, ist sie schwanger, und in anderen steht sie nicht da und ist nicht mehr schwanger. Und ja, es ist, also hier sieht man sehr gut mit diesem Paralleluniversum. Ja, gut. Dann kommen wir doch zu unserem nächsten Punkt, nämlich das Radio. Denn, ja, genau. Denn ich finde, das Radio gibt uns diverse wichtige Hinweise. Dieses Radio erzählt am Anfang erstmal die Geschichte um diese ganze Struktur von Petit, dass da quasi ein Mord stattgefunden hat von einem Familienvater, der eigentlich ein normaler Typ war, aber plötzlich irgendwie ganz, ganz schnell ausrastet und seine ganze Familie abschlachtet. Und der Radiosprecher sagt auch noch, dass es nicht der erste Vorfall war, sondern es hat es schon mal begeben, dass ein Vater irgendwie total ausrastet und seine Familie da abschlachtet. Und später im Spiel, wenn das Spiel ein bisschen abgefahrener wird, redet das Radio in einer sehr unverständlichen Sprache. Nicht mehr auf Englisch, sondern in einer anderen Sprache, die normale Leute nicht verstanden hätten. Und pfiffige Leute haben herausgefunden, dass es Schwedisch ist. Und in dieser schwedischen Sprache, die der Radiosprecher spricht, redet er über was kurz, ich muss mir das kurz heraussuchen, was genau er nochmal da sagt. Let us choose my voice, which tells the future or your determined struggles. You can choose your life, your future. Und dann nennt er etwas, das mir wie ein bisschen die Socken aus den Sohlen herausgezogen hat. It's a radiodrama from 75, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Englisch nochmal heißt, 57 years ago, was the truth. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, was für ein Radioereignis sich vor 75 Jahren stattgefunden hat, ist nämlich eine ganz abgefahrene Story. Die hat sich auch wirklich in real life abgespielt. Und zwar vor 75 Jahren hat ein Radiosprecher ein Hörspiel zu einem Buchklassiker abgelaufen, einfach so in der Öffentlichkeit. Und dieses Hörspiel war Krieg der Welten. Manch einer kennt vielleicht einen Film von mit Tom Cruise, der extrem scheiße ist. Aber Krieg der Welten war damals ein Buchklassiker und davon gab es ein Hörspiel. Und dieses Hörspiel wurde so gemacht, dass es sich anhört wie eine Radiosendung. Und da wurde halt einfach so gesagt, so ja, Telenews und so, da wurde halt normal Nachrichten gesagt. Und plötzlich wurde dann gesagt, so die Erde wird von Aliens angegriffen. Und irgendein lustiger Typ, der im Radio gearbeitet hat, hat einfach mal dieses Hörspiel abgespielt. Und damals war es nicht so, dass man irgendwie Nachrichten vom Fernseher aus oder irgendwie Internet oder sowas hatte. Sowas hatte man gar nicht. Da war das Radio irgendwie die einzige Quelle, wo man wirklich ernsthafte Nachrichten herbekommt. Und die Leute haben das natürlich geglaubt. Die Leute sind wirklich rausgegangen und hatten Panik, weil die dachten, die Erde wird wirklich von der Erde jetzt angegriffen. Und
wurde natürlich aufgeklärt, war natürlich ein Riesenskandal. Aber kommen wir nochmal zurück wieder zum Spiel. Was ist, wenn Kojima diese Story nimmt und sie in sein Spiel einbaut? Weil quasi sagen wir, diese Radiosendung war eigentlich gar nicht fake, sondern es gab wirklich, dass hier Aliens auf dieser Erde waren. Hier halt im Spiel, ne? Also denk jetzt nicht, dass ich das irgendwie glaube. Im Spiel. Es gibt in Silent Hills sogenannte UFO-Endings, wo halt der Protagonist von Aliens entführt wird. Natürlich ist das so ein funny Ending, das soll halt ein bisschen witzig sein, weil die Entwickler einfach zeigen wollten, dass wir können nicht nur Horror, sondern wir können auch mal witzig sein. Und was ist, wenn Kojima sich diese Story einfach nimmt und sagt, ey, was ist, wenn wirklich der Protagonist von Aliens entführt wird? Und es wird auch gesagt, warte kurz, ich muss mir jetzt mal wieder kurz das, diese Szene mit dem Radio aussuchen. They are on our earth and they oversee and see all. Und das ist auch ein sehr interessanter Hinweis. They are on our earth, also die sind auf unserer Erde, and they oversee and see all. Das heißt, sie sind über uns und sehen und sehen alles. Und was sagt er denn noch? Don't trust the news. They are already controlled by them. So it had been for 75 years now. And only your master can keep that bay. You have the right to become one of us. So welcome to our world. Very soon the gates to a new dimension will open. Ja, also da wird schon gesagt, neue Dimensionen werden sich öffnen, da die Aliens sich so langsam erheben oder so. Und da wird halt der Code gesagt, aber ganz kleiner Nebenfakt. Dieser Code ist einfach nur ein chinesisches Anagramm, das irgendwie sagt, geh ins Bad. Also das ist ein interner Hinweis in dem Spiel und hat nichts mit unserer Theorien zu tun. Und sie sind über uns, sie sehen uns. Es gibt ja in Death Stranding, in dem Trailer, ganz am Ende so diese Wesen, die über uns schauen. Und was ist, wenn diese Wesen die Aliens sind, die uns irgendwie beeinflussen, die uns kontrollieren, die uns vernichten wollen irgendwie. Und dieses Radio wird irgendwie kurz ausgeschaltet, dass irgendwie jemand, der davon weiß, der irgendwie Connection zu irgendwie geheimen Informationen hat und uns das quasi zeigen will, halt die Wahrheit. Und irgendwie wir uns von diesen Aliens, die über uns schweben, befreien müssen. Was sagst du dazu, Denise? Ja, zu diesem Radio, also wie du sagst, dieses Schwedische, also davor ist es alles eher so, die Geschichte von Silent Hill, er sagt immer von diesen Morden und nur zu sagen, diese Morde sind auch geschehen. Die gab es wirklich in den 90er, 70er, hat es alles gegeben. Dazu war sowieso schwer, dieses verstanden, dieses Radio und dachte mir so, ja. Ich höre es ein bisschen schwerer, deswegen ich habe es nicht ganz verstanden, was es heißt, dieses Schwedisch, aber eigentlich heißt es Schwedisch an diesem Video. Und da haben sie eben dieses mit dem Weltkriegsschutz schon erwähnt hat. Und zu diesem Weltkriegsschutz, sie sagen ja dann auch so, die Medien sind eine Lüge, glaube ihnen nicht. Ich glaube einfach, dass Kojima, wie es Tools sagte, mit diesen Aliens, das glaube ich auch, wie er nimmt. Und ich glaube eben auch, dass er aber so meint, dass das Radio lügt, dass es eben von ihnen kontrolliert wird, glaube ich nicht, weil es war sofort, als diese Geschichte war und es gab hohe Hysterie und so, hat das Gast so, nein, es tut mir leid, das Video war falsch, tut mir leid, ich habe das einfach so aufgenommen, dass es quasi eine Lüge ist, dass sie diese Produzenten eigentlich so, also dieser Radiosprecher das so quasi sagen wollte, so als Hinweis, so, hey Leute, hör zu, diese Geschichte. Natürlich, wenn du zum Beispiel jetzt entführt würdest und du würdest sagen so, ich werde entführt und du würdest so quasi eine Sprache, also dieses Demoband von diesem Bringen, fällt es eher weniger auf, als wenn du direkt in die Kamera sprechen würdest. Deswegen glaube ich echt, dass diese die Aliens sind, die sie in ein Paralleluniversum entführt haben. Ich glaube, dass sie irgendwo uns in ein Paralleluniversum entführt haben. Das Wichtigste ist einfach, Denise unterstützt meine These dazu und ja, genau. Ich glaube, wir denken alle, dass es Aliens jetzt sind. Ich glaub wirklich, dass es Aliens sind und Ja, denn das Radio sagt ja auch nicht nur was auf Schwedisch, sondern auch auf Englisch und erzählt halt die Geschichte, wie halt diese ganzen Väter ihre Familien abgeschlachtet hat. Und in einer Radiosequenz sagt er,
dass der Vater gefunden wurde, wie er nach dem Mord in sein Auto saß und Radio gehört hat. Und das ist ein sehr wichtiger Hinweis, weil es gibt ja auch in PT selbst diese Szene, wo man halt in dieses Guckloch geht und schaut halt, wie dieser, man hört ja quasi nur, wie dieser Mord geschieht. Und das Radio verändert sich plötzlich und sagt so, lass dich nicht unterdrücken, lass dich nicht, lass irgendwie deinen Hass andere spüren, lass dich nicht von deinem Job runterziehen und so. Tu es endlich, mach es endlich so und wird quasi irgendwie dazu irgendwie verleitet, dass er diesen Mord geschieht. Und was ist, wenn dieses Radio quasi das als Waffe von diesen Aliens geht? Das ist irgendwie die Charaktere in Death Stranding, aka PT, kontrolliert und beeinflusst, dass es dann irgendwie hypnotisiert wird und quasi dann diese ganzen Morde, ohne dass sie es wirklich wollen, passieren, ohne dass sie irgendwie sich dagegen wehren können. Weil, netter Fun Fact, dass es gerade irgendwie böse ist, denn bei Silent Hill wird immer das Böse angekündigt durch das Radio, weil dann gibt es immer so ein Rauschen und dann weiß man sofort, okay, irgendwie ein Monster ist hier in der Nähe. Also es ist sehr interessant, dass das Radio irgendwie eine Verbindungsbrücke zu den Aliens und zu uns ist. Also ich bin da sehr gespannt drauf, ob man irgendwie noch irgendwie beim nächsten Death Stranding Trailer vielleicht irgendwie noch einen kleinen Hinweis zu diesem Radio bekommt. Also ich bin da sehr heiß drauf auf den nächsten Trailer. Was sagst du dazu, Denise? Ja, ich bin auch richtig heiß drauf und ja, also ich glaube auch, wie du sagst, es ist dieses Radio, das sie kontrolliert, weil er sagte auch, dieses Cheater sagte auch, er wurde kontrolliert von ihnen. Wurde er kontrolliert eben durch dieses Radio von ihnen, dass er eben diese Tat begeht. Es war ganz, als er aus dem Guckloch kam, nichts kann mehr zurückgebracht werden. Also quasi, du wurdest jetzt dazu gebracht, also du hast es getan und nichts kann es rückgängig machen. Und ich bin ja eben gespannt, wenn es wirklich so sein wird, wie könnte jemand das auflösen, warum wollen die Aliens so, warum kommen sie nicht einfach her, töten uns, sondern warum wollen sie uns einfach so mit Radio und Klängen und so abschlagen. Ja, das nächste, der nächste Beweis oder so, das ist mit PT zu tun, wollten, haben wir jetzt hier schon auf dem Bild, nämlich diese Hände, also hier sieht, man sieht das mal, wenn man den Gang runterläuft, diese Hände, die was man auch sehr gut an Norman Reedus sieht. So, hier oben sieht man genau diese Hände und die sehen echt ähnlich aus, finde ich. Also wie ich finde, sie haben auch genau diese Handabdruck, so auch dieses Verschwommene. Und ich bin ja auch gespannt, was mit denen hier auf. Entweder heißt das so, all die Leute, was du getötet hast, im Paralleluniversum vielleicht, oder wie viele Paralleluniversen bei dir von dir gestorben sind, hast du diese Hände auf dir. Ich bin echt gespannt, was mit diesen Händen auf sich hat. Die sind auch schon mal im Petit, weil, komm Leute, wie oft ist der Zufall, dass genau so in den nächsten Spielen auch ist, dass du so Hände hast. Sehr, sehr geil. Vor allem diese Hände siehst du ja nicht nur im Petit, sondern und nicht nur im Death Stranding Trailer, denn es gab ja auch einen Trailer zu Petit und da waren diese Hände auch, diese Handabdrücke. Die was wir in den Trailers im Anschluss mal kurz auch analysieren werden. No. Und was auch interessant ist, beim Death Stranding Trailer sieht man ja, wie die Hände da sich bewegen und sich mit Öl oder so füllen, ne? Und sie gehen ja auch auf Norman Reedus, aber auch auf das Baby. Und man sieht ja, wie in diesem Boden, das immer so sich weiter tappt mit den Händen. Und kurz bevor das auf das Baby eigentlich ein Handabdruck kommt, erwacht das Baby und schreit. Also irgendwie wird das irgendwie von irgendeinem Wesen, von diesen Handabdrücken, irgendwie in das Baby dann, wie sagt man das? Aufgeweckt oder so. Also ja, irgendwie, dass es eine Verbindung dann sofort bekommt mit dem Baby, verstehst du? Also ich bin echt gespannt darauf, was diese Hände bedeuten. Ja, so, wir kommen zum nächsten Hinweis oder beziehungsweise meine Theorie, was es alles hat, nämlich man sieht im Trailer, dass Norman Reedus kam Bauchnabel, sondern er hat einen Schnitt hier. Jetzt kommen wir auch ein bisschen wieder zu Parallelen, was nämlich meine Theorie ist. Man sieht hier dieses Kind hier, dieses Baby von PT. Es ist ein kleiner Embryo und Embryos werden ja nicht so geboren, sondern ich glaube, ich habe nämlich die Vermutung, dass einfach die Mutter genau das gleiche zugefügt wird, was hier noch im Bild ist, diesen
diesen Schnitt am Bauch und das Kind wurde einfach in das Waschbecken gelegt. Also was wäre, wenn in diesem Paralleluniversum von Death Stranding er sich das einfach selber angetun hat oder die Mutter ihn das angetun hat. Also irgendwie das die gleiche, weil ich finde einfach, diese Narbe passt einfach dazu, dieses Kind einfach rauszunehmen, genau am Bauch, genau dort, wo es auch Ding hat, weil ich weiß nicht, wie man sonst das Kind rauskriegen würde. Also ich habe so, also ich glaube, es heißt, er hat den Bauch und das hat man ja zwei Schnitte im Video, wo dieser Radio sagt, tu es, tu es, tu es. Ich bin sehr gespannt, also ich bin mir sicher, dass es auch mit dem hier was zu tun hat. Also ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich bin jetzt zu 99,9% sicher, dass PT mit Death Stranding was zu tun hat. Dass Kojima dazu mal schon die Idee zu Death Stranding gehabt hat. Was hältst du von dieser Theorie mit Kind und Kegel? Ja, also... Es ist auf jeden Fall irgendwie eine Verbindung da. Die Theorie mit, dass er das rausgeschnitten hat, kann natürlich auch sein. Aber da bin ich mir noch unsicher. Aber hab jetzt auch irgendwie keine bessere Theorie, dass ich das irgendwie belegen könnte. Jetzt, genau, also deswegen denke ich so, deine Theorie ist da vielleicht am besten. Aber jetzt nur, weil ich keine andere Theorie dazu habe. Aber das ist schon eine sehr gute Erklärung, warum er auch zwei Schnitte hat und, ne, ist ja alles ziemlich komisch und so. Genau. So, jetzt würde ich sagen, es gab nämlich dazu mal im PT, als nicht in PT rauskam, Silent Hill Trailer. Ich würde sagen, den schauen wir uns an und analysieren ihn. So, jetzt haben wir gerade den dazu mal den PT-Trailer, ich glaube, da kam schon auch PT, gesehen. Ist sehr creepy, wie ich ihn finde. Aber auch sehr viele Hinweise wieder. Man sieht ja einmal diese Szene, wo diese Tür so aufgeht und da sieht man, wie diese blutigen Hände sind. Also schon wieder diese Hände, diese berühmt-berüchtigen Hände. Dann finde ich auch in dieser Szene brutal, jetzt, wenn man sie gleich sieht, wenn er um die Ecke jetzt geht, diesen Mann. Vielleicht wollen sie damit Norman Reedus zeigen, weil sie zeigen dann, wie ein Monster quasi auf das Gehirn geht. Und ich finde, so wie es aussaugt, quasi wieder, wie wir bei Aliens vielleicht sind, wo es heißt quasi, ja, die Aliens unternehmen unsere Kontrolle und unser Gehirn. Also wenn man jetzt hier gleich sieht, wie es sind. Ich finde auch das Monster sehr krass und schon wieder eine Hand, eine riesen Hand, die was uns verfolgt dann. Weil ich finde, die hat ja keinen Kopf, also ich sehe da nie einen Kopf dran. Vielleicht hatte ich keinen Kopf oder ich weiß es auch nicht. Und vielleicht ist es auch dieser Kopf, der was einfach runterfällt, ich weiß auch nicht. Aber jetzt kommen wir zu dieser Tür, wo dieser Gang runterführt und wieder dieser Gang anfängt. Also schon wieder dieses Paralleluniversum, ne? Also wir sind schon wieder hier, wo wir immer eigentlich sind, wo wir die ganze Zeit von diesem Video reden. Paralleluniversum, diese Händen und so weiter, ne? Was hast du von diesem Trailer, von diesem Creepy-Trailer? Ja, also
als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, alter Schwede, das wird einfach nur der krasseste Shit auf Erden. Ich werde mir so in die Hosen reinscheißen. Aber jetzt sieht man den Trailer natürlich anders und wie du schon gesagt hast, die Tür ist mal wieder ein Beweis dafür, dass irgendwas mit Paralleluniversen, dass diese Tür quasi die Brücke zu anderen Multiversen sind. Und dieses Monster ist total creepy, ey. Also Denise sagt, dass sie ja sieht aus wie ein Alien. Für mich sieht er aus wie ein Penis. Das ist irgendwie, ey, ohne Scheiß, das sieht nochmal so aus. Das irgendwie so den so packt so. Und ich will es jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich will nur sagen, es sah für mich so aus. Aber es ist natürlich sehr creepy und auch dieser Kopf, der und immer diese Würmer. Würmer. Und man hat ja auch schon im Petit diese Kakerlaken gehabt. Also irgendwas ist ja auch. Und was zum Teufel sind diese Roboter? Warum laufen die rückwärts? Verdammte Scheiße nochmal. Das ist so creepy, ey. Ja! Warte. Gleich kommt der Roboter, der geht aber rückwärts. Guck das! Das ist doch... Ey, das macht mich fertig, ey. Ja, dieser Trailer hat mich echt fertig gemacht. Und da, guck, das sieht doch aus wie so ein Penis. Und der... Ach. Aber was war das für ein Typ? Warum wird der so von diesem Alien angegriffen? Wer ist das? Ich bin eben sehr gespannt, aber das hat auch eigentlich... Kann man warte mal, spur mal bitte nochmal zurück. Auf welche Szene denn? Ja. Nee, nochmal ganz weit zurück. So, warte mal. Wollen wir kurz mal was gucken? Ich kann auch Stopp drücken. Nee, okay. Weil jetzt in dieser Szene, wo die ganzen Türen zugeklappt sind, sah das so aus... Das war so Nebel, das so reingewuscht wurde. Und das sah so aus, als ob irgendwie Geister da so reinlaufen. Aber ich glaube, das ist einfach irgendwie, das sollte so Wind darstellen, dass irgendwie so zuklappt. Aber auf den ersten Blick dachte ich so, jetzt krass, irgendwie, das wäre irgendwie eine Geistererscheinung oder so. Naja, aber man sieht wieder, man geht durch eine Tür und man geht wieder nach unten. Naja, also ganz schön krasser Shit, ey. Was ich mir auch gerade gedacht habe, diese ganzen Hände, ne, zeigen quasi uns den Weg nach unten. Ja, genau. Also, diese ganzen Hände zeigen diese Tür, was jetzt aufgemacht wurde. Weil nach der Tür geht das ja nicht weiter. Genau. Da ist ja komplett sauber alles da. Das quasi auch mit diesem Kopf, was man ganz am Anfang sieht, ne, das könnte auch so ein Beweis für Paralleluniversum. Man sieht diesen Ball, er plappt drauf, geht gleich die Tür auf und auf einmal fällt er sich ein Kopf. Das ist auch so quasi Paralleluniversum, quasi. Genau, das, wie zum Beispiel die Tüte. Vielleicht war das auch mal ein Mensch, aber jetzt ist es eine Tüte geworden. Vielleicht, genau. Vielleicht ist es so eine Metapher irgendwie, dass diese Menschen zu Gegenständen werden oder so. Ich weiß nicht. Und vielleicht, das wäre auch geil, können wir sogar noch Paralleluniversen switchen. Vielleicht sehen sie zum Beispiel, sie gehen rückwärts. Vielleicht hat man da vorne eine Paralleluniversen, die nach vorne gedreht. Ja, genau. Das ist quasi der Protagonist von Death Stranding dann, dieses Paralleluniversum. Ja, also dass er quasi dieses sieht. Das alles so in. Das. Quasi bei. Ist er eigentlich schon nackt, die Person? Nein, er hat eine Unterhose an. Oh Gott sei Dank. Er hat auch nämlich, wie bei Infinity, Bioshock Infinity, wer es kennt, da switcht sie auch in die Zeiten rum. Das ist quasi auch eher so durch die Paralleluniversen schwimmen kann. Eben, seht ihr diese Tür? Die wird so quasi mit Bluttropfen so überrannt, von der anderen Seite aber schon. Sehr interessant für mich. Und jetzt hier ist sie wieder ganz klar. Und Kojima, jeder kennt das nicht so, ja, ups, Fehler gemacht. Das macht er keine, glaube ich. Dann, vor allem, Kojima wollte ja immer mehrere Silent Hills machen. Deswegen heißt das Spiel Silent Hills eigentlich. Er wollte mehrere Welten gestalten. Ja, also es ist nicht nur wegen den Namen, sondern er wollte irgendwas mit Hills. Er wollte darauf was anspielen. Ja, also ich bin... Wieder ein Hinweis. Genau, wieder ein Hinweis, wieder mehr. So, noch ein Hinweis, nämlich... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder ihnen folgen soll oder so. Hideo Kojima macht... Doch, jeder soll Kojima folgen. Ja, das ist also, eine Pflicht. Ich meine sowieso, der was dieses Video sieht, wird Kojima natürlich folgen. Nämlich, wir sehen hier ein Foto von ihm, was er gepostet hat und auf seinen Stuhl. Jeder, was Silent Hill 1 kennt... Der kennt auch diese Szene vielleicht. Wir kamen sofort ein. Ihr geht dieses Apartment oder dieses Haus, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ihr geht rein und seht auf diesem Stuhl diesen Heiltrank. Und dieses Fläschchen sieht so aus wie ein Heiltrank. Ich weiß nicht, das ist so ein japanisches...
Hier sieht man eben dieses Tröpfchen hier. Guckt. Und das sieht sehr, sehr, sehr ähnlich mit diesem Heiltrank hier. Eben rechts im Heiltrank, links sieht man eben dieses Fläschchen, was hier halt drin ist. Und das hat er, glaube ich, nach, wo Dead Stranding schon rauskam, rausgepostet, also wo er schon gefeuert wurde. Und hier sehen wir gleich die Szene vom ersten Spiel. Hier sieht man diesen Stuhl. Also, er hat dazu mal diese Twitter-Seite, also er postet öfters mal solche komischen Bilder rein, finde ich. Also ist es Zufall, ist es kein Zufall? Also ich finde, es ist kein Zufall. Nee, das ist auf jeden Fall wieder eine Anspielung. Ich sage immer wieder, Kojima ist kein Zufallmacher. Sag ich einfach so, ups, aus Versehen. Also ich finde, es ist schon eine Anspielung. Und ja, aber was will denn Konami machen? Das ist doch gar nicht, wird sicher nicht von ihnen, ist sicher nicht von ihnen, ja, also gesichert worden. Also wie heißt das jetzt nochmal? Ich fällt es gar nicht ein. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ja, wie heißt es nochmal, wenn man sich verwenden darf als Produkt? Achso, man will es nicht auf der Hand sagen. Ja, ich finde, das ist ein großer Hinweis. Dieses, und er schreibt euch ja Raging Energy, also Energie heißt der Heiltrank von. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr komisch, dieses. Also er hatte an mit Ansicht dort. Er hat es nicht einfach so gepostet. Entweder hat es halt Spaß gemacht. Ja, vielleicht will er uns auch einfach mega krass verarschen mit diesen Bildern. Das kann auch sein, dass er sagt so, ha! Er postet öfters mal solche Videobilder rein, auch wenn ihr gerne mal reingeht, er postet auch mal ab und zu vom Set, hat er letztes Mal ein Poster reingemacht. Normalerweise die Engine, die für PT benutzt worden ist, eigentlich eine Multiplattform ist. Also, für viele, die es nicht wissen, PT war eigentlich PS4 exklusiv. Man konnte es nicht auf der Xbox oder auf dem PC spielen, obwohl es technisch gehen würde. Deswegen ist es auch interessant zu wissen, warum es PS4 exklusiv war. Hat sich irgendwie Kojima mit Sony quasi ein Geschäft gemacht, dass er Geld bekommen hat, dass es nur für sie exklusiv ist? Oder hat er es extra gemacht? Das ist auch ein interessanter Hinweis irgendwie. Ja, also ich habe ja die Vermutung, dass er schon vor PT wusste, dass er von... wusste er schon, dass er mit Sony zusammenarbeitet? Ja, er wusste, glaube ich, schon alles. Hat er schon das so geplant gehabt. So, kommen wir zum letzten Hinweis dieses Videos. Nämlich zum für mich größten Hinweis von diesem ganzen Video oder was man hier herausgefunden hat. Nämlich... das Radio in PT spricht halt so, ja, der Mann hat sich mit den Gartenschlauch gehängt, also alles auf Englisch, aber zwischendrin spricht er so dieses, ich weiß nicht, was Gartenschlauch Englisch hat, und so zwischendrin war es halt so komisch, also wie als würde es so, jetzt würden jetzt zwei Stimmen nehmen und sie aneinander geben, und wenn man das genau anhört, also wenn man das unterteilt, man kann das heutzutage erst unterteilen, hört man nämlich Nabelschnur, er hat sich mit einer Nabelschnur getötet, ja, ich dachte, das hast du. Okay, Nabelschnur. Also ich musste es erst sogar googeln, als ich das Video gesehen habe. Ja, weil das alles auf Englisch ist und dann... Ja, das Englisch ist... das ganze Video ist leider auf Englisch. Das ist halt echt schade, weil manchmal reden die auch so krasse Dinge. Da habe ich fast nie was verstanden, irgendwie. Und Nabelschnur, denke ich jetzt jeder. Man sieht es ja schon in diesem Bild. Ja, die ganzen Wale, auch das Kind hat eine Nabelschnur an sich. Und, oder so, also so Schnüre, die was halt zu irgendwas führen. Also so quasi jetzt ins Meer runter. Das finde ich sehr interessant, weil erzähl mir jetzt irgendjemand mal, der was ein Spiel gespielt hat, wo so viel mit Nabelschnüren war. Also ich habe noch nie so generell nie ein Spiel gehabt, wo mit Nabelschnur war. Gar nichts. Also mir fällt gerade gar kein Spiel ein, und deswegen finde ich das eigentlich so ein riesen Hinweis, mich zu sagen, was mich so, boah, geil, wie, what the fuck, ja, stimmt eigentlich. Ist echt cool. Ja, also ich finde diesen Hinweis eigentlich den größten von allen. Und ich meine, man hat das vorher schon im PT-Trailer gesehen, diese Nabelschnüre. Kein Problem, aber dass sie das dann im PT, im Radio bemerkt haben, das finde ich echt cool. Was hast du davon, Schulz? Ja, Denise hat, glaube ich, alles gesagt, was ich auch gesagt hätte. Also, ich glaube, wir gehen beide davon aus, PT hat irgendwas mit Death Stranding zu tun. Also, das kann alles nicht nur Zufall sein. Wir kennen Kojima, und Kojima ist einer, der sehr gerne kleine Hinweise versteckt in seinen Trailern. Und
Es ist, glaube ich, ein riesen geiler Kniff, dass am Ende, glaube ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir Death Stranding irgendwann mal spielen dürfen, dass kurz PT nochmal kommt als Prolog und wir sofort wissen, okay, es ist fucking Silent Hill. Weil ich glaube, es kommt jetzt so allmählich zum Ende hin und wir wissen natürlich, es ist alles Theorie. Das ist alles, was wir sagen, das ist natürlich nicht wahr und das kann natürlich was ganz anderes sein, Death Stranding, ja. Aber diese ganzen Hinweise sind halt irgendwie so, ich glaube, Kojima will uns damit sagen, ey Leute, Silent Hill lebt noch, glaubt daran und darf es aber uns nicht so krass sagen, weil die Rechte liegen nun mal bei Konami und ich bin einfach sehr gespannt, sollte es Silent Hill wirklich sein, wie will er uns das zeigen? Wird er uns überhaupt es zeigen? Wird es so verkaufen wie Death Stranding? Ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt darauf und ich glaube, wir müssen, glaube ich, noch bis 2019 darauf warten, weil ich glaube, da ist es erst richtig fertig. Er hatte ja mal, war sehr witzig, hatte mal einen Tweet losgelassen, da hat er gesagt, das Spiel wird auf jeden Fall vor dem Akira-Film fertig sein. Für die Leute, die es nicht wissen, Akira ist ein sehr berühmter Anime und der soll jetzt verfilmt werden und der soll 2020 kommen. Also können wir schon mal sagen, Death Stranding kommt auf jeden Fall vor 2020, yay. Und ich bin mega gespannt drauf. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste E3 und hoffe einfach, dass Kojima da irgendwas wieder was droppen wird. Und wir haben auch irgendwie auch gar nicht über das Gameplay geredet, weil Kojima hat ja auch gesagt, er möchte den Multiplayer auch ein bisschen revolutionieren. Er hat auch gesagt, dass man Stöcke benutzen wird. Man hat nicht so wirklich Waffen, sondern irgendwie so Stöcke, dass man auch mit anderen Mitspielern verbunden ist. Also es soll sehr Multiplayer-lastig sein, aber man soll auch das Spiel auch ganz alleine spielen, durchspielen können. Also es ist jetzt nicht so, habt jetzt keine Angst, dass man irgendwie einen Koop-Partner haben muss oder im Multiplayer spielen muss. Es soll auch irgendwie ganz alleine durchspielbar sein. Und ich bin gespannt drauf, weil er hat gesagt, er möchte mit Death Stranding wieder was revolutionieren. Und Kojima hat es irgendwie schon mit Metal Gear Solid geschafft, irgendwie dieses, was ja immer über Metal Gear Solid steht, dieses Tactical Espionage, das ist ja auch eine einzige selbst erstellte Genre, das Kojima da erfunden hat. Und ich bin einfach gespannt drauf, wie das so alles wird. Ich hoffe echt, dass es diesmal wirklich besser wird als bei Metal Gear Solid 5. Denise, was sagst du dazu? Also zum Schluss, ja, also noch die letzte Rede zu Death Stranding. Ich freue mich auch wahnsinnig darauf. Ich habe auch Angst, wie Schulz sagt, dass ich so übergehypt werde, also so mich so wahnsinnig freue, dass ich komme. Aber wie auch gesagt, Geduld müssen wir haben. Kojima ist ein Perfektionist, das weiß jeder und er bringt das Spiel erst raus, wenn er sagt, ja, die sind so nach meinem Interesse, so wie ich sie rausbringen will und das dauert meistens. Ich weiß gar nicht, wie lange Metal Gear Solid 5 eigentlich gedauert hat, bis es rauskommt. Boah, das hat echt lange gedauert. Ich glaube auch ein paar Jahre, ne? Die ganzen Hinweise, ich glaube nicht, dass es Silent Hills im Namen sein wird. Ich glaub, darf er ja auch nicht. Nee, ich glaube, wie Jules hat meint, dass er quasi die Idee, was er dazu mal für Silent Hill gemacht hat, in seinem Kopf schon hatte, wo er diese ganzen Schublade durchgegangen ist und diese Idee schon hatte, dass er das jetzt in Death Stranding auch verwirklichen wird, weil ich wäre auch angepisst, wenn ich das einfach jetzt verwerfen müsste oder so. Doch, ich glaube auch eben schon, dass er dazu mal schon mit T wusste, er geht zu Sony, hat vielleicht schon sogar schon Angebot gekriegt von ihnen und wusste dazu mal schon, dass er zu Sony geht. Vielleicht haben die mehr Mittel, das zu verkaufen, Death Stranding. Ich freue mich riesen wahnsinnig zum Gameplay, bin ich sehr gespannt. Er sagte immer, er will es revolutionieren, dieses Gameplay, weil heutzutage gibt es eigentlich alles. Dazu mal, ja, mit Metal Gear Solid, da hat er wirklich schon was Neues erfunden gehabt, aber da gab es sogar früher dazu mal noch nicht viele Möglichkeiten und hat es noch nicht viele Möglichkeiten gegeben. Entschuldigung. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was aus dieses Gameplay sein wird, weil, alle reden jetzt über die Story oder ob es mit PT, aber über das Gameplay bin ich sehr, sehr gespannt und ich drücke Kojima fest die Daumen. Hoffe, es wird das wahnsinnige Spiel, was wir alle hoffen, denken und so weiter. Hoffe auch, wie Jules sagte, dass PT darin vorkommen wird.
dass du quasi denkst so, oh fuck, deswegen ist Petit diese Story und so, oh mein Gott, Leider ist, ich weiß gar nicht, ob Toro dabei ist, also dieser Horrorfilmmacher. Der war ja richtig cool. Der Toro meinst du? Ich war ja so voll gehalten, als er gehießen hat, dass er bei Silent Hills mitwirkt. Wäre auch cool, wenn er so still und heimlich eigentlich mitarbeiten würde. Und obwohl er eigentlich gesagt hat, seit dieser Erfahrung würde er nie wieder Spiele mitwirken. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Müssen wir lange warten. Wie du sagst, E3 hoffe ich wieder, dass Kojima ab und zu was raushaut oder raushauen wird. Aber eigentlich, wie ich ihn kenne, wird er haut eher weniger raus. Also er haut was raus, aber mit mehr Rätseln als davor. Und ja, zum Beispiel, wie sagt der PT, und dann seht ihr diesen PT-Trailer, ne? Der ist ja noch mehr Rätsel als PT schon an sich. Also er löst nichts auf, während er verwirrt uns eher mehr, als was er rausbringt immer. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und ja, ich möchte eigentlich gar nicht mal darüber reden. Ich muss nur eins sagen, Leute. Was haltet ihr von den ganzen Theorien, was wir hier geredet haben? Was sagt ihr? Sagt ihr, ihr redet nur Blödsinn? Weil es sind nur Theorien, ne? Wie ich schon sagte, es sind nur Theorien. Wir könnten jetzt das ganze Video lügen, scheiße geredet haben oder sonst was. Oder wir können dieses Video sagen, so, wir haben die mein fucking Wahrheit gesagt. Vielleicht, Hideo Kojima, schreibt uns vielleicht an. Nein, kein Schwer. Ey, Kojima, meine Nummer kriegst du. Vielleicht schreibt uns an, so, ja, ihr seid drauf hier. Nein, Spaß. Ja, ich bin, also, wenn ihr andere Theorien habt, eigene Theorien habt, sagt so, ey, ich hab das vergessen, oder was haltet ihr von dieser Theorie? Vielleicht machen wir mal ein paar zwei, falls noch was auffällt oder was ihr schreibt. Wir werden dieses Death Running-Thema nicht fallen lassen. Wir sind ja große Fans von Kojima und von Silent Hill und Metal Gear Solid. Wir werden weiter auf dieses Thema eingehen, aber wie gesagt, wenn ihr was habt oder sagt, aber Leute, das eure Theorie wird so und so belegt, schreibt uns auch in die Kommentare. Ich hoffe, ihr spielt viel Spaß mit dem Video. Schulz, du noch was zu sagen? Nö. Also, ich kann ja jetzt schon mal für die Zukunft sagen, dieses Format wird jetzt auch, wird vielleicht auch mal öfter kommen, weil ich habe vor, auch mal über die ganzen Silent Hill-Teile zu sprechen, weil die Story ist ja auch sehr verwoben und sehr komplex. Vor allem Silent Hill 2 will ich unbedingt machen. Und werde dann natürlich auch mal über Metal Gear Solid sprechen. Und mal vielleicht mal über Bioshock 3. Also, dieses Format wird hier sein, um halt Fan-Theorien zu besprechen. Ich werde mir dann immer vorbereiten, werde mir verschiedene Theorien durchlesen und werde sie dann hier besprechen. Und das Einzige, was ich noch zu dem Death Stranding sagen kann, ich bin extrem froh, dass Kojima jetzt ehrlich gesagt von Konami los ist, dass er von Metal Gear Solid endlich weg ist, denn ich habe gespürt, die Luft ist einfach raus und Metal Gear Solid. Die Story wurde für mich erzählt mit Metal Gear Solid 4. Ich hätte Metal Gear Solid 5 nicht gebraucht. Ich meine, ich habe mich extrem gefreut, als es angekündigt wurde. Aber ich hätte es am Ende nicht gebraucht, denn die Story war für mich perfekt erzählt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Kojima wollte schon lange aufhören mit Metal Gear Solid. Nur, ey, guckt euch George Lucas an. Der Typ hat sein ganzes Leben lang nur Star Wars gemacht und wurde permanent angehauen, ey, wann kommt der neue Star Wars? Wann kommt der neue Star Wars? Und natürlich, dann, die Leute verlangen alles von dir, du willst eigentlich was Neues machen, aber du machst es dann einfach, weil eigentlich hast du gar keinen Bock drauf, aber du musst es, weil alle Leute das von dir verlangen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Kojima wollte schon extrem lange nicht mehr Metal Gear Solid machen und hat vielleicht irgendwie so die Lust bei Metal Gear Solid 5 verloren, weil nicht nur, dass er keinen Bock drauf hatte, sondern auch noch Streit mit Konami hatte. Deswegen, es ist auch irgendwie so, für mich war Metal Gear Solid 5 das wichtigste Spiel, was Kojima entwickeln könnte, weil das war irgendwie das Finale von Metal Gear Solid. Das müsste eigentlich sein Meisterwerk gewesen sein. Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass Death Stranding eigentlich das wichtigste Spiel, was er jemals entwickeln werden wird. Denn es liegt erstmal daran, er hat jetzt mit der Story von Metal Gear Solid jetzt wirklich abgeschlossen. Er hat wirklich fast 30 Jahre lang an dieser Reihe hier entwickelt und fängt jetzt mal was ganz Neues an, sein ganz neues Baby. Und außerdem ist es ein Wechsel. Er hat jahrelang für Konami gearbeitet und ist jetzt beim neuen Publisher, nämlich Sony. Und ich bin einfach gespannt, wie er das jetzt mit einer neuen Story, mit neuer Motivation in diesem Spiel, in dieser Entwicklung. Und mir gefällt einfach, dass sogar Kojima durch die verschiedenen Abteilungen von Sony, er war bei Rockstar, er war bei Valve, war der sogar, er war bei Naughty Dog, er war bei
Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Guerillas, also die Leute, die halt auch Killzone und so. Und er war auch sogar bei den God of War Macher. Also er war überall und hat sich irgendwie so Inspiration geholt. Und ich bin einfach gespannt darauf, was Kojima da für eine geile Scheiße da produzieren wird. Und ich bin einfach, ja, abwarten und Tee trinken. Und ich versuche mich eigentlich nicht so krass darauf zu hypen, aber es ist wie bei Star Wars. Ich gucke mir den Trailer und bin sofort gehypt und lese mir jede Nachricht von neuen Nachrichten dadurch durch und bin einfach mega gehypt. Ist es so, dass ich mir dadurch vieles kaputt machen werde, weil das Spiel vielleicht nur. Sorry, da musste ich kurz aufstoßen. Dass es nur semi-geil wird und du denkst so, ach, schade. Weil es kann ja auch sein, dass jetzt der nächste Trailer kommt raus und zerstört irgendwie unsere ganzen Theorien, weil er irgendwie dann erzählt, wie die Story eigentlich ist. Das wäre natürlich extrem schade, weil man macht sich so viele Gedanken und dann kommt ein Trailer und vernichtet das sofort alles und denkst so, ach, schade. Aber abwarten und Tee trinken, ne? Genau. So, mit diesem wunderschönen mit diesem wunderschönen Worten. Zeilen, mit diesen Worten, genau, mit diesen wunderschönen Worten, würde ich sagen, beenden wir dieses Video. Ja, ja. Uns hat es viel Spaß gemacht. Wir machen das gerne, solche Theorien durchzusausen. Wie gesagt, wir machen das öfter, du hast schon angekündigt, wir machen öfter solche Spiele. Falls jemand aus dem Downton habt, sagt, wie wir es machen sollen, wir überlegen das, wir machen nicht immer alles, was ihr sagt, wenn sie zuvor waren. Warum hat ihr das nicht gemacht? Manchmal haben wir auch einfach keinen Bock. Ja, manchmal haben sie, wenn so Spiele kommen, wo wir sagen, wo kennen wir uns selber nicht aus oder haben wir keinen Bock oder können wir nur so 5 Minuten labern, dann werden wir dafür das Video leider nicht bringen. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Format. Uns freut es, wir haben Bock damit und ich würde sagen, alles Gute, so lange in Bayern. Ciao, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Falkis Theorie. Ciao! Ciao!